Identity Bingo. Ein Großonkel von mir vergast in Hartheim, Behinderung. Anderer aufgehängt in München, Holzschädling. Dann Großmutter, Flüchtling. Dann das nächste, non-binär. Und dann eben Identität, die eingeschriebene. Wann gehst du wieder mal zurück? Ja, du bist schon kein Österreicher, du kommst schon hier aus Deutschland. Wer bist denn du? Ja, schon deine Augen. Ja, also das müssen nur, weil ich diesen Identitäten angehöre, Opfererfahrung, Queer und dieses ganze Zeug, bedeutet es noch lange nicht, dass man jemanden mit meiner Identitäten einfach so zuhören sollte, egal was wir sagen. Weil es gibt eben Homonationalismus. Und es gibt auch ein Co-opted Ethno-Nationalism, also wo sich dann die Rechten gerade jemanden herholen, der eine Identität wie ich hat, damit wir dann denen eine Legitimation geben. Damit die dann sagen können, schau her, aber der steht ja auf unserer Seite, weil der sagt ja auch, dass die da draußen so gefährlich sind. Und darum sind wir gar nicht rassistisch. Wir wollen einfach nur nicht homophob sein. Und diese Linken und Humanisten, die sind das aber, die sind alle homophob. Und genau so funktioniert die Rhetorik des Ethno-Nationalismus. Sie benutzt Homonationalismus, sie benutzt auch Feminationalismus, sie benutzt alles, was sie in die Hände kriegt. Sie benutzt jedes Tool, das wir uns erarbeitet haben. Egal, ob das Identity Politics sind oder Intersektionalität. In der Postmoderne ist alles aushöhlbar. Und die Intentionalität kann immer ausgehöhlt werden. Auch wenn das die Linkesten geschrieben haben und sich überlegt haben, jedes Tool kann auch von deinem Feind verwendet werden. Jedes. Ein Hammer kann ich jemanden verletzen und ich kann einen Nagel in die Wand schlagen. Peng, peng, peng. Aber die Frage ist immer, von wem wird die Identity Politics ausgeübt? Von einem Martin Sellner? Von einem Grauen Wölfen? Von wem? Und wie machen wir das, dass eben diejenigen, die am marginalisiertesten sind, trotzdem noch sprechen können, trotzdem noch agieren können? Wie schaffen wir das, dass Rainbow-Washing und das Pink-Washing nicht mehr aktiv ist?